neuen Video. Mein Name ist Lisa und... Zoe verpasst ihren Einsatz. Also nochmal von vorne. So. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Luisa. Ah, und meiner Zoe. Heute spielen wir mit Michelle. Hi, mein Name ist Alexia Catcage. Ja, und wir haben uns gedacht, dass wir heute einfach mal ein bisschen leveln werden. Ja. Aber ich habe kein Level-Pferd. Das ist unfair. Ich habe genau. Ein ausgelevelt-Pferd. Genau. Also, ja. So, er hat immer noch die Frisur drauf. Wer sich das Umstyling-Video nicht angesehen hat, ihr müsst euch das unbedingt angucken. Das sind zwei Teile. Und nachdem wir dreimal versucht haben, einen Livestream zu machen und das nicht geklappt hat, haben wir uns gedacht, okay, vielleicht klappt Livestream nicht, aber Videos können wir ja machen. Das funktioniert ja zum Glück. So, also leveln wir ein bisschen. Ja, wo leveln wir denn? Was für eine Rennstrecke leveln wir? Ich mache jetzt die Rennstrecke hier in Golden Hills. So, falls ihr euch jetzt wieder wundert, warum Geräusche im Hintergrund sind, Leute, mein Bruder und meine Mutter sind hinter mir, da ich mal wieder in der Küche aufnehme. Wie immer eigentlich, weil man hier am besten sitzen kann. So, aber egal, genug gequatscht. So. Falls ihr auch mal in einem Video gegrüßt werden wollt, schreibt einfach in die Kommentare Hashtag SSO HorseSistersFam. Und dann werdet ihr sehr wahrscheinlich im nächsten Video begrüßt. Und jetzt ist Michelle ausgelockt. Was ist passiert, Michelle? Ich habe einen Netzwerkfehler. Ich logge mich gerade nochmal neu ein. Okay, gut. Ja, und wir wollten uns einfach mal mit dem Thema Mobbing in Star Stable befassen. Da ich auch viel davon gehört habe und auch selber schon im Chat mitgekriegt habe. Wo ich einfach nur denke, was soll das? Was zur Hölle soll das? Und lass zwar, einfach die Menschen in Ruhe. Genau. Und zwar werde ich euch jetzt erstmal eine Story erzählen, die ich wirklich mitbekommen habe, die mir erzählt worden ist, was ich auch mitbekommen habe, da diese Person vor mir war und mich gefragt hat, ob sie mir etwas erzählen könnte. Und ja, dann würde ich sagen, ich erzähle euch jetzt einfach mal die Geschichte. Also es ist keine Geschichte, also es ist schon wahr, ne? Aber ich weiß jetzt nicht, wie es ausdrücken soll. Fangen wir einfach mal an. Also dieses Mädchen ist komplett aufgelöst zu mir gekommen in SSO und meinte so zu mir, hey du, ich muss dir was ganz Wichtiges erzählen. Ich war in einem Club drin, wo ich mich nicht wohlgefühlt habe, da ich von den anderen gemobbt werde. Ja, da habe ich mir schon am Anfang gedacht, was soll das? Warum? Sie hat dann anschließend den Club verlassen und hat ihren eigenen Club gestartet. Hat dann ihren eigenen Club gestartet. So. Ja, jetzt ist Zoe ausgelockt. Ja. Hat dann ihren eigenen Club gestartet und wollte einfach alleine sein, beziehungsweise in ihrem Club und wollte einfach von diesem anderen Club in Ruhe gelassen werden. So. Diese Personen aus dem Club, die das nicht cool fanden, dass sie den Club verlassen hat, haben sie also tagtäglich verfolgt, bis sie dann gesagt hat, okay, es reicht jetzt, ich wechsle jetzt den Server. Dann hat sie tatsächlich den Server zu uns auf Server 10 gewechselt. Ist dann anschließend, hat den Club aufgelöst und nochmal neu gemacht. Hat ihren Club dann nochmal neu aufgebaut, einen neuen Club halt gestartet. Und dann ist ihr aber aufgefallen, dass diese Personen, die sie gemobbt haben, auf ihrem Server sind. Also ging das Mobben auf unserem Server weiter. Was ich auch gar nicht gut fand. Ne, also, ganz ehrlich, und das ist jetzt schon, ja, es ist noch gar nicht mal so lange her, es ist jetzt vielleicht 2 Wochen her, als mir das jemand erzählt hat, und sie ist tatsächlich immer noch auf unserem Server. Und falls ihr auch gemobbt werdet in Star Stable, ganz
ehrlich, das blendet es einfach auch ab. Mir wurde damals beigebracht in der Schule, ja, Elefantenhaut. Elefantenhaut, es prallt ab. Ganz ehrlich, ihr solltet diesen Trick anwenden. Ich habe das schon so oft gemacht. Wie gesagt, eure Hate-Kommentare, die ihr schreibt, wo jetzt noch keins aufgekommen ist von zum Glück, da, ganz ehrlich, ich nehme das mit Humor. Und scheiße, ich kann nicht gleichzeitig reden und streiten. Ich nehme das mit Humor. Also, das heißt jetzt auch nicht in Anspruch, okay, ihr könnt mir jetzt Hate-Kommentare schreiben, aber mich liegt das eigentlich zum größten Teil nicht. So. Jetzt gerade wusste ich nicht, was mit Joey los ist. Ich werde es aber gleich nochmal zurückrufen. So. Ich bin im Moment in Golden Hills. Ja, wo? Das ist übrigens auch das erste Mal, dass Michelle tatsächlich mit uns aufnimmt. Und dieses Video wird auch hoffentlich online kommen, wenn es keine Komplikationen oder sowas gibt. Ich kann es nicht wirklich gut aussprechen. Ja. Naja. Wie gesagt, ich finde es einfach nur blöd und ich wollte dieses Thema einfach mal aufgreifen. Und ihr braucht keine Angst haben, da der Livestream wird noch kommen. Wir müssen nur noch mal irgendwie mit YouTube irgendwie das klären oder was weiß ich, weil irgendwie sind das Komplikationen, die ich irgendwie nicht verstehen kann, weil der eigentlich gar nicht war und ja, ich werde es einfach mal ausprobieren, falls es jetzt doch mit dem Livestream geklappt hat, keine Ahnung. Wie gesagt, ich werde es jetzt mal ausprobieren. Und damit hoffen wir, dass euch das Video gefallen hat. So, ich kann jetzt leider nicht mehr Tschüss sagen, weil irgendwie, keine Ahnung, Handy leer oder sowas. Sie ist aber auch nicht mehr eingeloggt. Wir hoffen natürlich, dass euch das Video gefallen hat und hoffen auch, dass ihr das nächste Mal da seid. Wir würden uns wie immer über ein Like oder einen Kommentar freuen und riesig würden wir uns natürlich auch darüber freuen, wenn ihr unseren Kanal abonnieren würdet und die Glocke aktivieren würdet. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.